Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu diesen Tagesthemen. Umstrittener Vertrag. Gabriel wirbt um die SPD-Basis. Zerrissenes Land, die Ukraine zwischen Ost und West. Gequälte Muttertiere, katastrophale Zustände in der Schweinezucht. Wenn die Große Koalition kommt, wäre es die dritte in der Geschichte der Bundesrepublik, übrigens die zweite seit der Wiedervereinigung. Eines aber gab es überhaupt noch nie, dass die Mitglieder einer Partei über die Regierungsbeteiligung abstimmen. Und das funktioniert so. Alle gut 475.000 SPD-Mitglieder bekommen nun per Post den Koalitionsvertrag. Sie können dann per Brief ihr Votum abgeben, für Schwarz-Rot oder dagegen. Bis zum 12. Dezember muss der Stimmzettel dann beim Parteivorstand eingegangen sein, um gewertet zu werden. Ausgezählt wird am 14. Dezember. Gültig aber ist die Abstimmung nur, wenn sich mindestens 20% der Genossen daran beteiligen. Das sind in etwa 95.000. Wird dieses Quorum erreicht, dann ist das Ergebnis bindend. Wird es verfehlt, dann muss ein Sonderparteitag über die Große Koalition entscheiden. Ab sofort also hält die SPD-Basis das Heft in der Hand und deshalb putzt die Partei Spitze ab sofort Klinken. Tom Schneider. Ein rotes Büchlein besitzen alle Mitglieder der SPD. Das auffällige Parteibuch, es steht für das, was Sozialdemokraten seit jeher verbindet. Dass sich diese Werte in einer großen Koalition in Luft auflösen könnten, sorgt vor allem die Jungen in der Partei, etwa Hessens Jusos. Mit ihrer Furcht, von der CDU gefressen zu werden, bombardierten sie am Abend in Hofheim direkt den Parteivorsitzenden. Sowas kann man nur drucken. Der Koalitionsvertrag, sowas kann man nur drucken und den Auftrag geben, bevor man ihn hatte. Das habe ich gestern Mittag. Sigmar Gabriel erkämpft seit heute sich und seinem Koalitionsvertrag den Weg frei. Der hessische SPD-Bezirk Süd, kein ganz leichtes Terrain für dieses Debüt. Die Partei Linke ist hier traditionell stark verankert. Was da in Berlin verhandelt wurde, muss besonders strengen Blicken standhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine SPD, in der ich nächstes Jahr 50 Jahre Mitglied bin, unter Frau Merkel sozialdemokratische Politik machen kann. Der Parteivorsitzende wirkt angespannt und konzentriert zu Beginn dieses parteiinternen Dialogs. Sein Ziel, den Genossen die Koalition als Chance zu verkaufen, Politik zu machen. Schreckensszenarien will er vertreiben. Darf die SPD eine Partei werden, bei der sie sagt, entweder wir kriegen alles oder gar nichts? Und das sage ich, ich kann davor nur warnen. Wenig Widerstand gibt es gegen solche allgemeinen Argumente vom versammelten Parteivolk. Viele haben den Koalitionsvertrag noch gar nicht genauer unter die Lupe nehmen können. Der Parteichef will die Angst vor dem mächtigen Koalitionspartner nehmen. Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten darf Regieren niemals Selbstzweck sein. Das stimmt. Aber nicht regieren darf auch nicht zum Selbstzweck werden. Am Ende war es nichts als eine muntere Debatte der SPD-Basis. Keine Jubelschreie, aber auch kein Eklat gegen den Koalitionsplan. Die haben ihr Bestes gegeben, was sie konnten. Mehr war nicht drin. Und die CDU ist ausgehöhlt. Und so gesehen hat die SPD die Chance jetzt ergriffen. Wenn ich mit normalen Genossinnen und Genossen spreche, sind doch sehr viele auch für den Koalitionsvertrag. Ja. 3 Stunden dauert diese erste Debatte der SPD-Basis nach dem Koalitionsvertrag nun schon an. Sie ist noch nicht zu Ende. Den Parteichef erwarten offenbar lange Diskussionen. Unterschrieben ist der Koalitionsvertrag, aber ratifiziert, wenn man so will, das ist er noch nicht. Doch schon wird das Papier nicht nur von der SPD-Basis seziert, sondern vor allem auch von der Wirtschaft. Und trotzdem zeigen Union und SPD heute bereits gemeinsam Stärke im Bundestag. Gegen die Stimmen von Linken und Grünen und auch gegen den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit setzten sie einen Hauptausschuss ein. Das ist eine Art provisorisches Supergremium, das die Arbeit der Fachausschüsse übernimmt, bis es eine neue Regierung gibt. Sowas gab es übrigens noch nie. Oliver Meyer-Rüth berichtet. Böse Zungen im Bundestag spotten. Der Architekt des Paul-Löbe-Hauses hätte zu viele Science-Fiction-Filme in seiner Kindheit gesehen. Das Bauwerk hat den Steuerzahler eine 500 Millionen Mark gekostet.
Um viel Geld geht es auch am Tag 1 nach dem unterschriebenen Koalitionsvertrag und darum, dass zurzeit im Paul-Löbe-Haus höchstens Anzüge zur Reinigung getragen werden. Normalerweise treffen sich hinter diesen dicken Mauern die Bundestagsausschüsse. Doch Schwarz-Rot muss erst noch auf den Mitgliederentscheid der Sozialdemokraten warten. Solange können Union und SPD keine Ausschussmitglieder bestimmen. Deshalb richten sie gegen den Willen der Grünen und der Linkspartei einen Hauptausschuss ein. Auch Ihnen muss das doch ein Anliegen sein, dass wir als Parlament endlich unsere Arbeit aufnehmen, dass Sie Rechte und Pflichten haben, dass wir nicht länger im Stand-by-Modus hier stehen. Das ist ein Ausschuss, in dem das Parlament jetzt für einen kurzen Zeitraum entscheidet, wie es seine Arbeit organisiert. Der Hauptausschuss, zu dem auch Oppositionsvertreter gehören, ist wieder ähnlich groß, wie die Verhandlungsrunden für den Koalitionsvertrag waren. Große Runden haben zurzeit offenbar Konjunktur in Berlin. Und wie für den Hauptausschuss muss Schwarz-Rot auch für den Koalitionsvertrag um Verständnis werben. Die Kritik an einem möglichen Kostensturm wird lauter. Der Industrieverband BDI warnt. Wir sehen jetzt Ausgabenpläne, Ideen bei den Renten, die zu Ausgaben von über 60 Milliarden Euro führen. Sie belasten den Rentenzahler, sie belasten die Zukunftskassen, sie belasten damit die nächste Generation. Auch innerhalb der Union kommen Zweifel auf, ob die Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren finanzierbar ist. Das ist ein schwieriges Signal in einer Zeit, wo wir immer älter werden und bis 67 arbeiten müssen, dass es jetzt möglich ist, mit 63 in Rente zu gehen. Rentenpläne und Mindestlohn, all das sei gefährlich für die Beschäftigung in Deutschland, warnen die Wirtschaftsweisen. Wir haben nur 3 Millionen Arbeitslose, nachdem wir 5 Millionen Arbeitslose vor einigen Jahren hatten. Ein riesiger Erfolg. Und diesen Erfolg setzen wir mit den aktuell beschlossenen Regelungen aufs Spiel. Schon am ersten Tag, nachdem der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, fragen sich viele, was am Schluss davon übrig bleibt. Aus Berlin ist mir jetzt der geschäftsführende Finanzminister und CDU-Präsidiumsmitglied Wolfgang Schäuble zugeschaltet. Guten Abend, Herr Schäuble. Guten Abend, Herr Roth. Herr Schäuble, Sie haben ja schon wirklich zig Koalitionsverhandlungen mitgemacht, aber nie hat es so lange gedauert wie diesmal. Sind die Roten besonders zäh? Ja gut, ich glaube, es war für die SPD dieses Mal besonders schwierig nach diesem Wahlkampf und nach den Erfahrungen der letzten Großen Koalition und nach dem Wahlergebnis, das ja für die SPD sehr enttäuschend gewesen ist. Das muss man sehen. Und dann haben sie ja sich entschieden, einen Mitgliederentscheid zu machen. Und deswegen hat es Zeit gebraucht. Es wäre so furchtbar, außergewöhnlich ist es nicht. Wir sind nur so nahe an Weihnachten. Das macht uns die Sache ein bisschen kompliziert. Die Tinte, Herr Schäuble, unter dem schwarz-roten Koalitionsvertrag, die wäre noch nicht mal richtig trocken. Da kamen schon die ersten Kritiken, Wirtschaftsverbände, Wirtschaftsexperten, die sagten, die Finanzierung aller Wohltaten der großen Koalition von Rente bis Mindestlohn reicht bestenfalls bis zum nächsten Wahljahr 2017. Heißt das nach Schwarz-Rot dann die Sintflut? Nein, aber zunächst einmal heißt es in der Tat, Herr Roth, wir haben eine Vereinbarung getroffen für die Grundlage einer gemeinsamen Politik für diese 4 Jahre. Wir haben ja nicht die Absicht, ein Bündnis für die Ewigkeit zu schaffen, sondern für 4 Jahre. Danach werden wir wieder einen erbitterten Wahlkampf gegeneinander führen. Das ist klar, das ist auch der Sinn. Ja, aber die verabredeten Ausgaben bleiben ja so oder so. Die beschließen Sie jetzt, die reichen ja dann über 2017 raus. Ja gut, das ist immer so, aber wir haben für diese Legislaturperiode ist das solide finanziert. Das hat ja beispielsweise auch der Vorsitzende des Sachverständigenrats ausdrücklich gesagt. Für die nächste Legislaturperiode wird man dann wieder natürlich darum ringen müssen, wie geht es weiter, wie macht man es weiter. Aber wir haben jetzt nicht Rechnungen auf die Zukunft verschoben, überhaupt nicht, sondern wir haben das gemacht, was wir übrigens CDU-CSU im Wahlkampf gesagt haben. Wir wollen ohne Steuererhöhungen keine neuen Schulden in dieser Legislaturperiode machen. Das ist ja mit Ausnahme von 2014, wo wir noch ohne ein strukturelles Defizit, aber eine leichte Nettokreditaufnahme haben. Ab 2015 schuldenfrei. Das ist eine ungewöhnliche Leistung. Ja, aber Herr Schäuble, das ist natürlich trotzdem, beruht alles auf einer Annahme. Denn im Moment sprudeln die Einnahmen richtig. Aber beim nächsten Konjunktureinbruch, der nächsten Finanzkrise, der Eurokrise, haben wir ja alles erlebt, Sie insbesondere in Ihrer Funktion, kann sich das alles ganz schnell ändern. Und dann wird es eben doch eine Luftnummer. Naja gut, ich meine, wir planen immer Haushalte und alles, was wir an staatlichem politischem Handel planen, auf der Annahme
von bestimmten Annahmen. Aber wir machen die Annahmen immer vorsichtig. Die Steuereinnahmen entscheide ich ja nicht willkürlich, sondern das macht ein amtliches Verfahren der Steuerschätzung. Und da werden gewisse Annahmen der wissenschaftlichen Institute, welches Wachstum ist zu erwarten. Dann sind wir vorsichtig. Wir rechnen immer eine gewisse Reserve ein. Deswegen haben wir die ganzen Jahre, waren die Ist-Zahlen besser als die Soll-Zahlen. Wir sind am Ende des Jahres immer ein bisschen weniger neue Schulden gemacht als am Anfang veranschlagt, weil wir auf der sicheren Seite sind. Das werden wir auch in dieser Legislaturperiode so handhaben. Wenn nicht eine große Katastrophe passiert, so wie 2008, damit war ja nicht zu rechnen. Der Einbruch 2008. So was kann ja ohne weiteres wieder passieren, wenn man auf den Finanzmärkte guckt. Das riecht schon ein bisschen nach Finanzblase, vielleicht sogar. Nein, wenn sowas passiert, dagegen können Sie sich nicht versichern, dass es dann nicht, Aber ein einigermaßen normaler Verlauf mit einem normalen Auf und Ab von Konjunkturen. Wir haben ja keine besonders günstige Wachstumsentwicklung in diesem Jahr, aber es ist ein normaler Verlauf. Wir haben eine normale Entwicklung der Beschäftigung, dass bei einem normalen Verlauf ohne eine große Katastrophe ist das solide, sicher zu finanzieren in dem Rahmen, wie wir es gesagt haben. Herr Schäuble, vorausgesetzt die SPD-Mitglieder, das ist ja der entscheidende Punkt, stimmen für diese große Koalition, dann wird es auch eine. Hätten Sie denn Lust auf eine neue Runde als Finanzminister oder würden Sie lieber was anderes machen? Also ich habe gesagt, ich mache dieses Amt gern. Ich traue mir es auch zu, aber ich bin völlig entspannt. Die Parteivorsitzenden haben aus guten Gründen, die Sie erläutert haben, gesagt, die Ressortverteilung, die Ressortabgrenzung und die Personalfragen werden nach der Entscheidung durch die Parteien zumindest bekannt gegeben. Ob sie schon getroffen haben, weiß ich nicht. Ich warte das ab. Das ist, und wir müssen es alle abwarten. Das ist in Ordnung, aber ich mache das Amt gerne. Aber ich persönlich bin völlig entspannt. Ich kann es in aller Ruhe abwarten. Vielen Dank, Wolfgang Schäuble nach Berlin. Mit Wolfgang Schäuble habe ich vor der Sendung gesprochen und damit sind wir bei den Kurznachrichten und die beginnen mit den aktuellen Beschäftigungszahlen. Mehr dazu von Jan Hofer. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im November leicht erhöht. Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, waren insgesamt 2.806.000 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 5.000 mehr als im Oktober und 55.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote liegt unverändert bei 6,5%. Aus Sorge um ihre Arbeitsplätze haben heute tausende Beschäftigte des Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS gegen Kürzungspläne protestiert. Die IG Metall hatte an 30 deutschen EADS-Standorten dazu aufgerufen. Konzernchef Enders hatte zuletzt mehrfach betont, der Umbau des schwächelnden Rüstungsgeschäftes werde nicht ohne harte Einschnitte ablaufen. Am 9. Dezember will die Konzernführung genaueres mitteilen. An der Börse geht der Höhenflug vorerst weiter. Der deutsche Aktienindex legte 0,4% zu und erreichte mit 9.387 Punkten ein neues Allzeithoch. In den USA wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Mehr zum DAX-Höhenflug von Anja Kohl. Fast kein Tag ohne neue Rekorde. Die Jahresendrallye ist weltweit in vollem Gang. Das japanische Börsenbarometer Nikkei stieg heute auf ein 6-Jahres-Hoch. Der DAX kletterte auf ein neues Allzeithoch. Der Dow Jones in den USA heute mit Feiertagspause, doch auch er auf einem Allzeithoch. Seit Oktober hat sich der weltweite Börsenaufschwung verstärkt. Janet Yellen wurde als neue US-Notenbankchefin designiert. Sie stellte sofort eine weiterhin ultralockere Geldpolitik in Aussicht. In Europa senkte EZB-Chef Draghi erneut die Zinsen. In Japan hat Notenbankchef Kuroda die Geldschleusen weit geöffnet. Das billige Geld, für das die Notenbanken sorgen, fließt weltweit in Aktien. Weitere unkonventionelle Maßnahmen der Notenbanken könnten folgen. Strafzinsen für Banken, die keine Kredite vergeben, oder in Europa ein Kreditprogramm für den Mittelstand. Anleger setzen darauf, dass die Notenbanken in naher Zukunft eher noch mehr tun werden, um die Märkte zu unterstützen, als weniger. Bundespräsident Gauck hat das Zentrum für islamische Theologie der Universität Münster besucht. Er bezeichnete die Verankerung der islamischen Religionskunde an deutschen Hochschulen als wichtiges Kapitel der Gegenwartsgeschichte. Gauck ging auch auf die Kritik des Zentralrats der Muslime ein. Dem arbeitet das Zentrum zu wissenschaftlich und zu wenig bekenntnisorientiert. Gauck sagte, der Islam habe eine Kultur, in der immer mehrere Sichtweisen nebeneinander existierten. In Münster werden unter anderem Religionslehrer für deutsche Schulen ausgebildet.
Wenn es um die Zukunft von ehemaligen Sowjetrepubliken geht, dann sitzt immer einer mit am Tisch, auch wenn er gar nicht da ist und man ihn auch gar nicht dabei haben will, nämlich der russische Präsident Wladimir Putin. Diese Erfahrung machten heute Kanzlerin Angela Merkel und die EU-Konferenz über die sogenannte östliche Partnerschaft in der litauischen Stadt Vilnius. Zu der Partnerschaft gehören Weißrussland, die Ukraine, Moldawien, Georgien, Aserbaidschan und Armenien. Die Ukraine wollte dort eigentlich ein Abkommen über die weitere Annäherung an die Europäische Union unterzeichnen. Doch die Ukraine sieht Putin als russisches Einflussgebiet, also machte er Druck und der ukrainische Präsident Janukowitsch fiel um. Entsprechend angespannt war die Stimmung beim EU-Gipfel aus Vilnius. Christian Feld. In dieser Besetzung spielen sie nur heute. Ein Konzert in Vilnius, die Musiker aus 6 Ländern östlich der EU. Ein gemeinsames musikalisches Projekt, wenn es doch in der Politik genauso harmonisch zuginge. Er, Viktor Janukowitsch, Präsident der Ukraine, hatte kurzfristig für massive Misstöne gesorgt. Nicht Daumen hoch, Daumen runter zu einem Abkommen, das das Land näher an den Westen heranführen sollte. Zwar heißt es den ganzen Tag, der Weg sei dadurch nicht verbaut, aber... Ich habe keine Hoffnung, dass das jetzt diesmal gelingt, aber die Tür ist offen. Die Ukraine hat alles selbst in der Hand, wenn sie bereit ist, sich in Europa zu integrieren. Wenn sie sich für Demokratie und Menschenrechte entscheidet, dann ist sie willkommen in der europäischen Familie. Zur Symbolfigur dafür ist die inhaftierte Julia Timoschenko geworden. Sie selbst ließ heute noch einmal wissen, dass sie kein Hindernis für das Abkommen sein wolle. Doch beim Gezerre um die Ukraine geht es um weit mehr. Präsident Janukowitsch fühlt sich von der EU nicht ausreichend unterstützt. Deshalb brauche man Russland als Partner. Ist für diese Position Verständnis zu spüren bei EU-Parlamentspräsident Martin Schulz? Der sagt zwar, Janukowitsch solle auf sein Volk hören, aber auch... Ich denke, dass wir als Europäische Union umgekehrt uns auch die Frage stellen müssen, was wir tun können und müssen, sowohl wirtschaftlich als auch monetär, als auch was Geld angeht, um dem Volk zu helfen und dem Staat zu helfen. Ein kleiner Teil des ukrainischen Volkes demonstrierte heute auch in Vilnius. In der Hoffnung, dass sich in der Nacht oder morgen doch noch etwas bewegt, dass sich Ukraine und EU doch noch annähern bei diesem Gipfel der östlichen Partnerschaft. Sie sollten sich nicht zu viel Hoffnung machen. Die Ukraine ist in etwa so groß wie Frankreich. Rund 45 Millionen Menschen leben dort und sie ist als unabhängiger Staat seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion eingeklemmt zwischen Europa und dem riesigen Russland. Wirtschaftlich sind die Verhältnisse klar. Die Ukraine ist abhängig von Russland. Macht Russland Druck, gehen ganz schnell die ukrainischen Öfen aus. Auch deshalb will der Westen des Landes und ein großer Teil der ukrainischen Opposition nach Europa. Der Osten und die Regierung neigte bislang eher zu Russland. Der Präsident wiederum versucht, Russland und Europa gegeneinander auszuspielen. Und weil das alles so ist, nehmen manche in der Ukraine die Sache selbst in die Hand. Ina Ruck berichtet. In den kleinen Städten Galiziens im Westen der Ukraine kämen sie gar nicht auf die Idee, sich anders zu fühlen als europäisch. Wenn wir nicht Europa sind, was sind wir dann, fragen sie. Ravaruska heißt diese Stadt. 8000 Einwohner, ebenso arm wie die ganze Gegend hier. Und die erste Stadt der Ukraine, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Hellblau, gelb und dunkelblau. Die Sternchen waren auch schnell gemacht. Denn Ravaruska will ein Zeichen setzen und es will die Partnerschaft mit der EU, zur Not auch ohne Kiew. 3000 Unterschriften hat die Bürgermeisterin gesammelt und nach Brüssel geschickt, mit der Bitte, Ravaruska einfach ohne den Rest des Landes zu assoziieren. In der Europäischen Charta zur lokalen Selbstverwaltung steht es doch drin. Die Kommunen sind Grundlage der Demokratie. Ihre Bürger haben das Recht auf Selbstbestimmung. Unser Land hat über unseren Kopf hinweg entschieden. Wir hier wollen das EU-Abkommen. Auf der östlichen Seite des Landes sieht man Europa weit nüchterner. Ja, auch hier sind sie für die Annäherung. Doch bislang hat die nur Ärger gebracht. Denn seit Kiew mit Brüssel flirtet, zeigt ihnen Moskau die kalte Schulter. Und zwar die eiskalte. Für Eisenbahnwaggons zum Beispiel hat Russland einen Importstopp verhängt. Die werden hier gebaut, im Werk von Transmash, einer von den vielen Industriebetrieben der Ostukraine, denen jetzt viele Aufträge fehlen, weil Russland nichts mehr abnimmt. 300 Leute musste der Werksleiter hier schon entlassen, ein Drittel der Belegschaft. Russlands Maßnahmen treffen uns hart. Ich muss meinen Leuten sagen, sucht euch was anderes. Ich habe keine Arbeit mehr für euch. Das fällt mir schwer.
Moskau hat die Daumenschrauben angezogen. Auch in Kiew gibt man das rundweg zu. Russlands Führung hat eindeutig gesagt, wenn wir das Abkommen mit der EU unterschreiben, kann es keine Handelsvereinbarungen mit ihnen geben. Deshalb ist unsere Entscheidung rein ökonomisch begründet. Denn ein Konflikt mit Russland bedeutet für uns den Kollaps. Man könne nur unterschreiben, wenn Brüssel die Verluste kompensiere. Rawa Ruska hat unterschrieben. Nur symbolisch, sagt die Bürgermeisterin, so realistisch sei sie schon. Man habe ja auch kaum etwas einzubringen in die Partnerschaft. Na, wir haben eine Alkoholfabrik und dann ein Werk für die Imprägnierung von Eisenbahnschwellen. Wohl nicht konkurrenzfähig, aber wir haben Schwarzerde und wunderbare, lernfähige Menschen, Profis, die anpacken können und die nach Europa wollen. Die Fahne bleibt oben, sagt sie, bis die Ukraine auch politisch zu Europa gehört. Das schwierige Ringen der EU um die östliche Partnerschaft. Und dazu ein Kommentar nun von Michael Strempel vom Westdeutschen Rundfunk. Klar, jetzt geht das große Lamentieren los. Die EU hätte sich viel mehr um die Ukraine kümmern müssen. Die Freilassung von Julia Timoschenko hätte nie Vorbedingung für ein Partnerschaftsabkommen sein dürfen. Hätte. Erstens bin ich sicher, ein Verzicht auf die Freilassung Timoschenkos wäre nicht ausreichend gewesen, um die EU-Begeisterung des ukrainischen Präsidenten Janukowitsch entscheidend zu erhöhen. Und zweitens liegt das Problem viel tiefer. Das Angebot, das die EU Ländern wie der Ukraine macht, ist gezwungenermaßen halbherzig. Wir wollen gern den Besucherausweis ausstellen, aber an eine Mitgliedskarte ist momentan nicht einmal zu denken. Die EU ist viel zu sehr mit den Problemen im bestehenden Club der 28 beschäftigt. Einen weiteren wirtschaftlich maroden Beitrittskandidaten kann sie da nicht brauchen. Die stattdessen angebotene Partnerschaft reicht aber wohl nicht, um die Angst vor einem zornigen russischen Nachbarn und Gaslieferanten zu nehmen. Dass Russland die Staaten der früheren Sowjetunion wieder ganz unverhohlen zum eigenen politischen Hinterhof zählt, ist eine Tatsache. Will die EU zu diesem aggressiven Russland eine echte Alternative sein, muss sie selbst wohl mehr Strahlkraft entfachen. Ukrainer, Armenier und Georgier wollen darauf vertrauen können, dass ihnen Brüssel auch wirklich hilft, wenn der übermächtige russische Nachbar die wirtschaftlichen Daumenschrauben anzieht. Gut, Georgien setzt immerhin auf die Nähe zur EU, aber dessen Verhältnis zu Russland ist so zerrüttet, dass das Land da nicht viel zu verlieren hat. Für die anderen sollte Europas Tür jetzt offen bleiben, klar, schon um sich vom autoritären Gehabe Putins zu unterscheiden. Wer aber auch weiter nicht durchgehen will, dem darf eine selbstbewusste EU auch sagen, das tut uns leid, vor allem für euch. Michael Strempel kommentierte. Wir kommen noch mal zurück nach Deutschland. Hier leben etwa 80 Millionen Menschen und gut 28 Millionen Schweine. Wie mancher der Menschen hierzulande in der Massentierzucht mit diesen Tieren umgeht, das ist, und das ist wirklich kein Wortspiel, mehr als eine Riesensauerei. Es verstößt gegen geltendes Recht, vor allem aber quält es die Kreatur. Die Bilder, die wir Ihnen gleich zeigen, können einem auf den Magen schlagen. Doch das darf nicht dazu führen, die Augen vor dem zu verschließen, was Olaf Kretschmer und Eberhard Schneider bei ihren Recherchen zu den Zuständen in der deutschen Schweinezucht herausgefunden haben. Völlige Orientierungslosigkeit. Das frisch geborene Ferkel weiß nicht, wo es hin soll. Seine Mutter steht in einem engen Kastenstand seit fast 4 Monaten. Das ist verboten. Erlaubt ist nur 1 Monat. Das kleine Ferkel wird verenden. Die Sau kann sich nicht zum Säugen hinlegen. 5 seiner Geschwister haben das Leiden bereits hinter sich. Diese Aufnahmen hat die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch kurz Arriva gemacht. Eine Sau, die im Kastenstand ferkelt, das ist absolut verboten. Sie ist gezwungen, da ihre Kinder zu kriegen, die dann von den Kolleginnen links und rechts zwangsläufig totgetrampelt werden. Und sie kann nichts dagegen tun. Zustände wie im Gut Thiemendorf in Thüringen haben die Tierschützer zuvor noch nie gesehen. Wir zeigen die Bilder dem Leiter des zuständigen Veterinäramts. Der kann kaum glauben, was er da sieht. Mit derartigen Zuständen habe ich oder haben wir als Veterinäramt in dieser Anlage nicht gerechnet. Dass Landwirte sich häufig nicht an die Tierschutzbestimmungen halten, deckt Animal Rights Watch regelmäßig auf. Das hier ist ein Stall in Sachsen-Anhalt. Wunde und kranke Tiere werden nicht isoliert. Hygienestandards werden nicht eingehalten. Kontrolliert wird kaum.
Die Vielzahl der Bestände ist in etwa so in den meisten Bundesländern einzuschätzen, dass ein Zehntel der Bestände durch die Veterinärämter kontrolliert werden kann. Das bedeutet natürlich, dass im Umkehrschluss das ungefähr 10 Jahre, alle 10 Jahre ein Veterinäramt einen Stall kontrolliert. Und wenn kontrolliert wird, müssen die Veterinäre sich auch noch 1 bis 2 Tage vorher ankündigen. Die Anlage in Thiemendorf besteht im Kern aus 6 langen Hallen, insgesamt fast 2 Kilometer Stall. Die Veterinäre sind überfordert. Wir haben gar nicht die Zeit dazu, diese gesamte Anlage mit jedem einzelnen Stall ständig zu kontrollieren. Das geht einfach nicht. Das sprengt den Rahmen einer Kontrolle, die von Grund auf schon als Tageswerk angesiedelt ist. Der Veterinär sagt, er habe ausschließlich gesetzeskonforme Teile der Anlage gesehen. Offenbar sind die nur Fassade. Reihenweise werden Sauen in viel zu engen Kastenständen gehalten. Der Betriebsleiter vom Gut Thiemendorf wollte auch konkrete Fragen nicht beantworten. Im Imagevideo des Betriebs wird eine heile Welt vorgespiegelt. 4 bis 5 Tage nach dem Absetzen erfolgt die Besamung der Sauen. Am 28. Trächtigkeitstag werden die Sauen in den Wartebereich umgestellt, wo sie bis kurz vor dem Abferkeln bleiben. Den Tierrechtlern vermittelt sich ein anderes Bild. 2 Nächte lang haben sie die Zustände mit 6 Leuten dokumentiert. Dem staatlichen Kontrollsystem sind die bisher verborgen geblieben. Jetzt wollen die Veterinäre den Staatsanwalt einschalten. Sicher ist übrigens eines, wir werden diese Sache weiterverfolgen. Und jetzt noch mal Kurznachrichten mit Jan Hofer. Inspektoren der Internationalen Atomenergieagentur IAEA sollen Anfang Dezember im Iran die Reaktoranlage Arak überprüfen. Das teilte Behördenchef Amano heute mit. Teheran hatte bei den Atomverhandlungen in Genf eingewilligt, die Arbeiten an dem umstrittenen Schwerwasserreaktor zu stoppen, in dem Plutonium zum Bau von Atombomben produziert werden könnte. Nach dem Stadionunfall in Sao Paulo geraten die Vorbereitungen für die Fußball-WM in Brasilien womöglich weiter in Verzug. Ein Kran war gestern auf das Dach der Arena gestürzt. Dort sollen 6 WM-Partien ausgetragen werden, darunter das Eröffnungsspiel. Ob das Stadion rechtzeitig zur Übergabe fertig sein wird, ist jetzt unklar. Bei dem Unglück waren 2 Menschen ums Leben gekommen. Eine der wichtigsten Verlegerpersönlichkeiten der Nachkriegszeit ist tot. Wolf Jobst Siedler leitete die Verlage Ullstein und Propylän sowie den von ihm gegründeten Siedler Verlag. Von ihm herausgegebene Bücher prägten die Sicht auf die deutsche Geschichte mit, etwa die Hitlerbiografie von Joachim Fest. Andere lösten gesellschaftliche Debatten aus, wie Hitlers Willige Vollstrecker von Daniel Goldhagen. Siedler wurde 87 Jahre alt. Der SC Freiburg kann weiter darauf hoffen, die Zwischenrunde in der Fußball-Europa League zu erreichen. Im vorletzten Gruppenspiel gewann der Klub mit 1:2 beim tschechischen Erstligisten Slovan Liberec. Freiburgs Trainer Christian Streich musste lange auf die erste Chance seiner Mannschaft warten. Doch diese wurde gleich genutzt und 23. Spielminute Matthias Ginter mit dem 1:0. Die knapp 1300 mitgereisten Freiburger Fans sahen vor allem in der zweiten Halbzeit ein abwechslungsreiches Spiel. Liberec mit den besseren Chancen, Freiburg jedoch mit gutem Konterspiel. Francis Coquelin mit dem 2:0 in der 73. Minute. Slovan Liberec kam zwar in der 81. Minute durch Rybalka noch auf 1:2 heran, doch dabei blieb es. Freiburg feiert seinen ersten Sieg in der Gruppe H und hat damit vor dem letzten Spiel gegen Sevilla gute Chancen auf das Erreichen der Zwischenrunde. So, jetzt bleibt uns noch das Wetter. Sven, gestern hat es eine Warnung vor Glatteis gesetzt von eurer Seite. Was für Winterbotschaften kriegen wir denn jetzt ab? Glatteis, oh, Thomas. Nee. Das ist die Kurzvariante an der Stelle, aber nicht für alle, sondern nur im äußersten Süden Deutschlands. Wir gucken mal auf die Temperaturverteilung. Baden-Württemberg, Bayern verbreitet jetzt noch unter Null, auch in Teilen Hessens. Sonst sind wir vorwiegend über der Null-Grad-Marke. Und im Süden sind die Wolken eben doch sehr kompakt und lassen eben noch mal ein bisschen etwas raus. Und das ist in dem Fall Sprühregen, gefrierender Sprühregen. Wir haben die Nachtkarte, dann sieht man es auch gleich. Gefrierender Sprühregen kann fallen. Teilweise sind es ein paar Schneeflocken, sonst ist es trüb.
auf jeden Fall hier noch auf die Glätte einstellen. Etwas Sprühregen gibt es in der Mitte. In Richtung Ostsee ist es am längsten klar. Die Temperaturen dann morgen früh in diesen Regionen noch mal 0 Grad. Im Süden der Frost, nach Nordwesten 4 oder 5 Grad plus. Und morgen Vormittag haben wir es dann damit zu tun, dass wir auch wieder diese graue Einheitsmasse sehen werden. Oft ist es neblig, geringe Sichtweiten. Hier im Osten das freundlichste Wetter. Von Ostfriesland her, von der Nordsee her, kommen die ersten Tropfen. Da ist die nächste Front unterwegs, rückt dann wieder rein nach Deutschland. In Richtung Nachmittag kommt sie im Osten an und auch weit im Süden. Am Alpenrand ist es dann etwas freundlicher. Die Höchsttemperaturen dabei im Süden steigend auf 3 Grad, nach Norden weiter 6 bis 9. Und der Wind kommt aus Südwest, frischt langsam auf. Windstärke 7 übrigens an der Nordsee, also hier rappelt es wieder an den Fensterläden. Die Aussichten dann gleiche Verteilung, im Norden deutlich milder und am Wochenende auch relativ freundlich. Am Samstag kommt nach Süden die Front voran, bringt dann auch wieder ein bisschen Schnee zwischen dem Regen. Und wir gucken noch flott auf den 15-Tage-Trend, Vergleich Hamburg und München. Die nächsten Tage der Norden wärmer. Ab Dienstag gleicht sich das allerdings ein bisschen an. Also milder Norden, kalter Süden und irgendwann gibt es das Ganze, Thomas, aber auch wieder umgekehrt. Ich bleibe jetzt erstmal beim milden Norden. Sven, vielen herzlichen Dank. Hier folgt jetzt Reinhold Beckmann mit dem Thema der geheime Krieg, wie die USA auch von Deutschland aus den Kampf gegen den Terror führen. Gleich danach gibt es die Doku Schmutzige Kriege zum gleichen Thema. Um 12:45 dann das Nachtmagazin mit Gabi Bauer. Und wenn Sie mögen, wir sind morgen wieder da. Kommen Sie gut durch die Nacht.